Der Berufserlebnistag in Emmi richtet sich an Interessierte ab der 7. Klasse und die Eltern von denen. Den Beruf bringen wir heute den Eltern und den Jugendlichen näher, indem wir Infostänge aufbauen haben pro Beruf. Und wir gehen dann auch noch an den Arbeitsplatz raus in die Produktion, gehen den Beruf ein bisschen näher vorstellen. Der Berufsweg als Milchtechnologe bei uns ist sehr vielfältig, also eigentlich vom Lernenden zum CEO. Meine Tochter hat mir gesagt, dass sie da gehen will. Ja, ich finde es besonders spannend am Milchtechnologe, dass es ein abwechslungsreicher Beruf ist, dass man etwas im Team machen kann und dass man am Schluss sieht, was man produziert hat. Über den Beruf des Milchtechnologen habe ich heute gelernt, dass die Hygiene sehr gross geschrieben wird und auch, dass man Abwechslung hat so mit dem biologischen Aspekt und dem technischen Aspekt. Und so. Ich denke schon, dass das ein Beruf für mich sein könnte, weil es halt auch alle Kriterien, sage ich jetzt mal so, die mich interessieren und erfüllen. Wir waren sehr erstaunt, als wir heute in die Produktion gingen, also wenn ich jetzt von meiner Seite spreche, wie vielfältig der Beruf von einem Milchtechnologen ist. Das ist nicht nur Joghurt in das Töpfchen füllen, es ist viel, viel mehr Know-how dahinter. Die ganzen Bakterien, die Kulturen, die Temperaturen kontrollieren, die Reinigungsprozesse in den Anlagen. Es ist ein sehr, sehr vielfältiger Beruf. Und wir haben auch mehrere Lehrlinge schon kennengelernt, die hier bei der Emmi in Ostermundigen war einer, in Kunolfingen, arbeiten auch heute und die Lehrer auch bei der Emmi gemacht haben. Sie haben alle gesagt, es sei eine erstklassige Top-Ausbildung. Ich finde es interessant, dass man mit Milch arbeitet. Also ich liebe Milch, also es gefällt mir mega. Und ich arbeite gerne mit Maschinen. Das finde ich sehr interessant. Ja. Ja, ich glaube, dass es ein Beruf für mich wird sein. Mein Name ist Adrian Lederach. Ich bin im ersten Lehrjahr als Milchtechnologe bei Emmi zu Ostermundigen. Die Vielseitigkeit des Produkts, all die Sachen, die man mit diesem Produkt herstellen kann, das ist sehr spannend. Ich sehe die besonderen Chancen dort drin. Man kann sich sehr gut und vielseitig weiterbilden. Der Stellenwert des Nachwuchs in unserer Branche ist extrem wichtig. Wir versuchen in der Schweiz alle Jahr mindestens 100 Lehrlinge zu haben, für den Beruf Milchtechnologe zu begeistern. Weil wir sind überzeugt, dass der Beruf auch noch in 20, in 30, in 40 Jahren brauchen wird.